Hallihallo. Heute ein kurzer Tipp, wer Probleme mit GIMP hat. Ich bin hier unter KDE eigentlich, aber habe mir noch ein Ubuntu Desktop installiert. Ich bin hier unter Uname-A, damit ihr meine Version seht. LSB Release-A. Unter Ubuntu 14.04, genauer gesagt einem Kubuntu, das ich da ein bisschen umgefummelt habe. Und durch das Umfummeln, ja, dieser KDE-Umgebung, konnte GIMP nicht mehr starten. Wenn ich GIMP starte, bekomme ich einen Speicherzugriffsfehler. Ne? Was ist denn da los? Jetzt habe ich GIMP bei mir in der Version 2.8. Ne? 2.8. Das mal kopieren. Man kann natürlich mit KDE sudo GIMP das Ganze als Root starten. Dann geht das komischerweise. Oder falls ihr unter einer GNOME-Version seid, gksudo gimp. Nun, das würde aber gimp als Root starten und ist nicht die feine englische. Deshalb machen wir Folgendes. Wir machen uns einen neuen Directory mkdir. Home. Und wir machen uns einen versteckten Ordner gimp minus. Und jetzt setzt ihr da die Versionsnummer ein, die ihr oben kopiert habt, ne? Ohne die Unterversionsnummer macht das Verzeichnis einfach nur. Also Home, euer Home-Verzeichnis, macht einen versteckten Ordner gimp-28 und dann geht gimp los. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Beim Beenden von gimp seht ihr, dass man gegebenenfalls noch weitere Unterordner anlegen sollte. Die könnt ihr bei Bedarf auch noch anlegen. Ja, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.